Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben, denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Hallo Freunde, ich begrüße euch zum neuen Video. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Jedes Däumchen ist ein Träumchen. Und genießt das Video. Schauen wir mal, was uns heute Spannendes erwartet in der Folge. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Was bitte? Allein ist sowas echt peinlich. Peinlich ist, dass du einfach so herkommst und ich soll deine Hand halten. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig Brüderchen, teuer. Sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Julia wollte dich dabei haben. Julia? Echt? Ja, Mann, sie wollte das. Ich wollte, dass sie sieht, wie cool du bist. Also, sei cool. Kapiert? Okay, amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Alles klar. Muss hart sein.
Kein Problem, Mann. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Schauen wir mal. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Das würde ich auch gerne noch machen, mit zum Schiff rausfahren. Schön mit dem Grill draußen, dann auf dem Meer grillen, was trinken mit Freunden. Ins Meer zum Baden halt springen. Das wäre schon geil. Aber ich bin schon mal mit dem Schiff gefahren. Conny, das ist Alex. Ist mir nicht gut gekommen. Wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Daher kann ich das leider nicht machen. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen. Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Ja, ich liebe die Spielserie hier. Klar, cool, super. Ich liebe Bier. Guter Mann, Bradical. Mordsmast hast du da. Mast tief. Ruinierst nicht. Bist du schon mal getaucht? Ja, ich bin mal ehrlich. Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Ich will auch mal gucken, ob der ganz neue Teil davon jetzt schon draußen ist. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kampf? Falls ja, würde ich mir den eventuell diesen Monat holen, der jetzt kommt. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... So, alle an Bord und bereit abzulegen? Ganz schnell mein Ladekabel aus dem Schrank holen. Wenn es dir recht ist, Captain. Weil ausgerechnet immer, wenn ich Lust spielen will, das Gamepad, der Akku alle ist. So, jetzt haben wir wieder Strom. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Zeig mal die scharfen Profis. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Brad war sicher, dass es hier ist. Aber naja, wie... groß ist die Chance, dass wir die Nadel im Heuhaufen finden. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt? Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen!
Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Aber was sie gut hingekriegt haben, sind die Augen. Ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Ja. Unberührt. Ich habe mir auch heute einen Trailer angeguckt zu dem neuen Game. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Die Spielserie soll 5 Spiele haben. Seh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Und 3 gibt's bis jetzt. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Hey, hey. Hi, Süßer. Mit der Redmama? Hi. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Wir entschuldigen uns mal. Ja, sorry wegen vorhin. Alle sind einfach etwas... Wir haben das hier schon ewig geplant. Verstehe ich. Aber es gibt Regeln, Gesetze und Bräuche. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber, naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. Wie das Boot fährt. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Okay, kapiert. Wie viel? Wie viel was? Wie viel Geld brauchst du, damit du uns endlich in Ruhe lässt? Du... Hier geht's nicht um Geld. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Okay. Das sieht schon schick aus auf dem Boot. Schickes Boot. Zu. Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Man kann den Preis echt riechen. Nee, dann gehen wir mal raus. Aber ihr gefällt's. Man guckt ja nicht in die Sachen von der Frau. Okay. Mal wieder rausgehen. Was geht? Alles klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Ruh dich aus. Komm einfach nach. Bild. Ja, Steuerung muss man sich immer dran gewöhnen, wenn man eine Weile nicht gespielt hat. Was haben wir denn hier? Okay. Irgendwas passiert und wir sind... Und der Bruder, der ist unten in der Kabine und kriegt das von unten mit. Okay. Wisst ihr, was manchmal blöd ist? Man ist an den Dingern dran und dieses Zeichen, dass man es angucken kann, kommt aber erst ein bisschen später. Hoch die Flaschen.
Okay. 1,72, eine schöne Größe für eine Frau. Sieht nicht koscher aus. Wir sind aber auch gemein. Wir gucken uns einfach hier fremde Sachen an, einfach so. Okay, also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Zweitcheck fertig. Wow, 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 immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Siehst gut aus, Jay. Nur der Anzug stört etwas. Hey, du redest da von meiner Schwester. Und wie? Oh, hey, Leute! Was, Gott, warum schreist du so? Hatte ich fast vergessen. Auf der Tauchkamera habe ich dieses Riesenloch am Heck gesehen. Babum! Da geht's in den Flieger. Oh, ganz gut, Mann. Danke, Conrad. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Obermarktgefälligkeit. Du filmst, ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorherfoto. Und es wird immer besser. Also gut, Kinder, ab die Post. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Hab den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Haha. Schon mal benutzt? Gegen Haie? Nö. So, dann geht's mal los zum Tauchen. Oh, ist bestimmt was Schönes, wenn du tauchen kannst, so richtig. Mit Taucheranzug, mit allem. Mehr oder weniger? Oh. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Nee, ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Genau. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Jetzt sind wir mal nett zu denen. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Wetter ist gut. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Mir auch nicht. Oh oh. Jetzt wird's ganz schön voll hier.
Achso, nee, unseren eigenen Ausweis müssen wir nicht angucken. Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Irgendwie kriege ich da gleich Lust, mit so einem Boot auch mal rauszufahren. Hey, alles senkrecht? Du scheinst deine Auszeit ja in vollen Zügen zu genießen. Ich habe viele Talente. Und du steckst hier fest? Ganz allein? Hey, ich dachte, warum da unten im Dunkeln rumstrampeln, wenn die Aussicht hier so gut ist? Sind wir nicht. Niedlich. Wie lange hast du daran gearbeitet? Den ganzen Tag. Hat sich doch gelohnt. Bin gern gründlich. Mhm. Bis später dann. Wir wollen ja nicht ganz so unfreundlich zu dem sein. Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied. Auf Lebenszeit. Den scheint mir amüsieren zu mögen. Sich die Turteltauben da unten. Da antwortet's viel, viel netter. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. In der Tiefe macht man keinen Blödsinn. Alex war nur albern. Seinen Tauchschein hat er aber mit Auszeichnung bestanden. Wo sind Sie sonst noch getaucht? Bei der Buchung habe ich Sie für Anfänger gehalten. Alex und Julia sind schon ganz oft getaucht. Ich bin noch Amateur, aber bereit. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Hallo, mein kleiner Freund. Was willst du bloß hier draußen? Okay. Kann ich sonst noch irgendwas machen hier? Wir gucken noch mal durchs Fernglas. Vielleicht sehen wir jetzt irgendwas. Au. Oh. Da kommen doch welche. Was wollen Sie? Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Wir machen gar nichts. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Verstanden? Ich glaube bestimmt auch, welche böse Dinge.
so nah ran, Leute. Wir haben Taucher im Wasser. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler. Sagen wir 20. Das ist ein Angeber. Oh Mist, meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Vor allem, wie dumm ist der? Man schmeißt doch Geld nicht ins Wasser. Liebe so Unterwasserwracks. Ich gucke auch viel bei YouTube und im Fernsehen immer sowas, wenn irgendwo sowas läuft. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Eine Luke, da kommen wir durch. Sein. Es war gerade ganz schön knapp. Ich hätte fast vergessen, Viereck zu drücken. Ladies first. Ich will nur mal kurz anmerken, heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Ist doch unglaublich. Ein Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Los, los, los. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Sei nicht so ein Weichei. Ich schaff das. Weichei? Im Ernst jetzt? Bin ich tot? Was geht hier vor? Riskier mal was, Feigling. Hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen, weil die hatte ja irgendwie. Weil die hatte sich ja irgendwie ans Herz gefasst. Auf dem Schiff. Das war knapp. Bau hier unten Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Ich weiß, was ich tue, okay? Ich brauche keine Hilfe. Das war ein Rettungsflugzeug. Von einer US-Basis. Okay. Das war eine Rettungsmission. Wurden sie beschossen. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht.
Sieh mal, im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Mein Gott! Das ist bestimmt seine Familie. Wow, was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Er hält was fest? Ich gucke mir das nochmal an, vielleicht kann ich das ja auch drehen. Das hatte ich nämlich gerade vergessen zu drehen. Nee. Der arme Kerl. Was war das? Sehen wir nach. So, ich muss hier schwimmen. Ich dachte. Oh, oh. Ich hätte mich fast vollgepinkelt. Ist doch schön warm. Yeah. Habe ich mich jetzt aber auch erschrocken. Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Interesse an uns. Komm schon. Warte. Okay. Ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Du verarschst mich, oder? Was? Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera oder so? Kommt raus, Leute! Aufgeflogen! Julia, ernsthaft? Alex, wow! Jahr. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja klar will ich dich heiraten. Ist ja was Schönes, wenn man die richtige Frau dafür hat. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Hey, wo kommt das andere Boot her? Warte. Julia, erst die Dekompression. Hey. Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte, die Dekompression. Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression. Stimmt, deswegen hatte die vielleicht das mit dem Herzen da. Durch die Taucherkrankheit. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt! Los! Ich will ja so viele wie möglich am Leben erhalten. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was
Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder im Lot. Im Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Ich wäre generell erstmal raus aus dem Wasser, bevor ich rede. Weil man sieht ja nicht, was unter dir kommt. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. So Leute, ich beende da erstmal das Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich über jedes Däumchen hoch freuen und über jedes neue Abo. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Nachmittag und macht's gut. Also, ciao. Hier.